Hallo zusammen, ich war einkaufen und zwar möchte ich euch heute meine Einkäufe zeigen. Es ist so, dass ich Hauls auch sehr, sehr gerne schaue auf YouTube und ich habe mir gedacht, ich habe so viel eingekauft die letzten 2 Monate, also das ist jetzt ein Einkauf von einer Spanne von 2 Monaten. Ja, es ist kein einzelner Einkauf. Ja, und das möchte ich euch gerne zeigen. Und zwar war ich einkaufen in DM, in Rossmann. Und dann habe ich online bestellt bei Yves Rocher und bei Ringana. Genau, und das möchte ich euch jetzt gerne mal zeigen. Boah, was für eine Kiste hier. Rossmann. Ich war zufällig bei Rossmann und habe ein paar Sachen mitgenommen. Und zwar bräuchte ich Körperpflege. Ich hatte keine Bodylotion da. Und ja, dann habe ich mir einfach hier diesen Pot mitgenommen. Und zwar ist das von Insana, eine Limited Edition. Body Cream Südafrika mit Honig und sonnigem Orangenduft. Und da sind 500 Milliliter drin. Und es duftet wirklich sehr gut nach Orange, nach süßer Orange. Und ja, wie die Pflegewirkung ist, weiß ich nicht, muss ich ausprobieren. Achtet übrigens nicht auf meine Nägel, ich habe die nämlich gerade frisch lackiert und ja, die sind schon vermackt. Ist ja typisch. Ja, auf jeden Fall ja, habe ich mir noch was mitgenommen und zwar Bodybalm Arganöl von Insana. Reichhaltige Pflege mit Argan und Mandelöl für sehr trockene Haut. Und ich fand die Roch auch sehr gut. Aber nicht zu stark. Also ich mag nicht, wenn Bodylotion einen zu stark parfümierten Geruch haben. Ich mag gerne die, den Frangipani-Duft. Und dann habe ich halt hier eine, ja, ein Duschgel entdeckt. Von Insana, riecht auch sehr, sehr schön und da habe ich gleich 2 mitgenommen. Und dann habe ich noch eine, ne, keine Limited Edition, die gibt es auch so mit neuer Rezeptur, Cremedusche, Maracuja und Kokosduft. Ich fand den Geruch sehr interessant und ich mag auch sehr gerne Kokos, aber diese Mischung, ja, das ist, riecht nach, sehr nach Limonade und ich mag den Maracuja-Duft sehr gerne, so ein bisschen Kokos mit dabei, musste natürlich mit. Dann war ich bei DM und da habe ich so ein bisschen zugeschlagen und zwar für mich persönlich ist es sehr wichtig, dass ich Duschgel vorrätig habe. Ich stand schon mal in der Dusche und ich hatte kein Duschgel. Und musste mich mit Seife waschen. Und das wird mir nie wieder passieren. Nie wieder. Deswegen also meine Duschgel-Sammlung quasi. Ja, ich habe mir mitgenommen. Hier, das hier. Bahama Dream. Das ist auch eine Limited Edition von Balea. Und es riecht so lecker. Das riecht nach Urlaub, da Kokos und Frangipani Duft, also genau meins. Ich mag den Duft von Frangipani und ach, ein Traum. Davon habe ich mir, glaube ich, 4 Stück mitgenommen, 2 stehen unten. Das ist Reserve. Und dann habe ich mir noch mitgenommen das hier, da habe ich auch einen Blogbeitrag drüber gemacht. Und es riecht, oh, das riecht himmlisch. Das ist auch von Balea. Und After Sun Dusche. Und das riecht nach Urlaub. Das riecht so nach Urlaub. Nach Sonnencreme, nach Sonne, Strand, Meer. Und ich liebe diesen Duft. Und ja, es hat so einen leicht kühlenden Effekt. Ne? Also, nach dem Baden, also im Meer, da bleibt halt immer so Salz an der Haut kleben und das bekommt man wirklich sehr gut mit dieser After-Sun-Dusche weg.
Und da steht hier, reinigsam, befreit von Sonnencreme-Rückständen, entfernt Rückstände von Chlor- und Salzwasser mit Cooling-Effekt. Also das merkt man auch auf der Haut, dass es die Haut während des Duschens so ein bisschen kühlt. Ja, also das kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Da habe ich auch eine Backup-Sammlung mir geholt. Dann habe ich mitgenommen noch eine Dusche und zwar von Balea Dusche und Creme Granatapfel Pfirsichblüte. Ich mag auch gerne den Duft von Pfirsich und den riecht man hier sehr gut. Ja, habe ich mitgenommen. Dann eine Dusche und Creme Sweet Wonderland. Ich glaube, ja, auch eine Limited Edition. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Aber vor 2 Monaten gab es die noch. Und da auch, Limited Edition, super leckerer Duft. Auch so ein bisschen nach Urlaub und ja, mit Limetten- und Hibiskusduft. Viva Cuba. Ja, riecht der gut. Wobei ich finde, die riechen hier besser. Also wenn, dann würde ich eher hierzu greifen als hierzu. Ja. Dann habe ich mir geholt, beziehungsweise für meine Kinder, einen Dusche und Shampoo for Kids von Balea. Einmal die rote Variante, einmal die gelbe Variante. Mit süß-sanftem Duft und blumig leichtem Duft. Verwenden sie sehr gerne. Dann habe ich noch geholt, ich mag ja die Rasiergele von Balea unheimlich gerne. Also ich benutze die immer und schon seit ewig. Da habe ich auch einen Blogbeitrag zugeschrieben. Kann ich auch gerne unten verlinken. Und zwar Peppiger Papagei. Das ist auch eine neue Limited Edition. Und Nektarinen und Kaktusfeigenduft. Ja, riechen kann ich jetzt nicht, aber ich hole mir eigentlich quasi jede Duftsorte davon. Den kann ich auf jeden Fall empfehlen. Meine Schwester mag es nicht. Sie sagt, sie könnte auch normales Duschgel verwenden zum Rasieren. Also ihr bringt das nicht viel. Aber ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Dann habe ich noch mitgenommen, zum Ausprobieren von Elvital L'Oreal Paris Anti-Haarbruch Spülung und ich finde die Reihe eigentlich sehr gut, also ich komme damit sehr gut klar mit den Elvital Produkten. Ja, riecht auch ganz gut. Jo. Dann, genau, ich habe so gut wie kaum Düfte. Parfums und ich bräuchte etwas von etwas für die Handtasche zum Mitnehmen und dann habe ich mir diese 4 Schätzelein mitgenommen. Ne, das ist von Spirit. Ich hatte mal den blauen hier gehabt und ich fand der riecht sehr gut. Der war mal in einer Glossybox, glaube ich, und ich fand ihn richtig, richtig gut. Weil der so hübsch verpackt ist, sehr handlich. Man kann den so mitnehmen in die Handtasche. Und riecht frisch, nicht zu süß und ich mag ihn sehr gerne. Ja, und dann habe ich hier noch die anderen Fläschchen entdeckt. Sie sind halt nicht sehr teuer. Ich glaube, die kosten zwischen 3 und 4 Euro pro Stück. Aber, und die halten auch nicht ewig lange auf der Haut. Aber so für zwischendurch zum Mitnehmen finde ich die super klasse. Dann habe ich mir noch einen Duft mitgenommen und zwar deswegen, weil sehr viele YouTuber davon schwärmen.
Und zwar das von Naomi Campbell. Dieses, ich glaube, das war ihr erstes Eau de Parfum. Und in dieser Flasche hatte ich vorher noch nie ausprobiert. Und ich habe mir gedacht, da musst du dir jetzt mal angucken. Und das riecht wirklich sehr, sehr gut. Also ich, sehr süßlich, aber pudrig, genau, pudrig würde ich sagen. Also sehr süßlich, pudrig. Und ja, muss mal ausprobieren. Dann habe ich mir eine Tuchmaske geholt, weil ich die gerne ausprobieren wollte von Balea. Ich habe diese Nose Strips, diese schwarzen Aktivkohle Nose Strips mir gekauft. Die sind sehr gut, also die sind viel besser als die normalen von Balea. Und da habe ich mir gedacht, probierst du die Tuchmaske mal aus. Und ich habe mir diese Peel-Off-Maske auch vorher geholt. Da habe ich auch ein Video zu gemacht. Verlinke ich euch unten. Diese Peel-Off-Maske, die du feucht auftragen musst, die dann trocknet und die du dann so abziehen kannst. Ich fand sie jetzt nicht besonders gut, aber für den Preis war sie okay. Ja, dekorative Kosmetik. Da habe ich mir vor kurzem diesen 5W2, diesen Bohemian Tropics Bronzing Fluid geholt, weil ich den austesten wollte, jetzt gerade im Sommer. Und ich habe mir geholt auch aus der gleichen LA Acapulco Glam Body Bronzer. Also der ist oben mit diesem Glitzer hier, mit diesem Glanz, mit diesem goldenen Glanz aufgesprüht. Und wenn man die einmal abträgt, dann kommt ein, ja, dann kommt der eigentliche Bronzer zum Einsatz. Das habe ich in den Tester gesehen. Riechen tut er nicht so gut, finde ich, oder nach gar nichts eher. Und dann habe ich gesehen in einer Limited Edition von Evelyn einen Highlighter-Pinsel. Ich habe noch gar keinen Highlighter-Pinsel. Und den wollte ich einfach mal ausprobieren, wie sich damit Highlighter auftragen lassen. Ich benutze immer diese Fächerpinsel zum Highlighten. Ja, nehme ich jetzt auf. Scheiße, nehme ich jetzt auf. Ist aufgenommen? Ja. Dann habe ich mir noch das hier geholt. Und zwar waren die reduziert. Ich weiß nicht, ob die nicht genug Abnehmer gefunden haben. Von 3,45 € auf 1,50 €. Und zwar geht es um Bodyfit Cellulite Algenwickel. Zwei Stück. Der war noch da. Der habe ich mir mitgenommen. Mit Thermalwasser und Meersalz mildert die Anzeichen von Cellulite. Ja. Ich werde das mal testen, aus dem Grund, weil ich ja die Bodywraps verwende. Und die Bodywraps sind einfach der Hammer. Und ich habe, also mir ist das ins Auge gesprungen und ich habe gedacht, ja, okay, ich probiere das mal aus und habe mir die Inhaltsstoffe angeschaut. Und das sind also ganz andere Inhaltsstoffe, das ist nicht vergleichbar mit meine Bodywraps. Aber trotzdem wollte ich das einfach mal ausprobieren, wie die wirken. Und zwar muss man die, das sind so Wickel, und dann muss man die einmal um die Beine wickeln. Ich weiß nicht, ob man das hier so erkennen kann. Und ja, und das Ganze dann einwirken lassen. 10 Minuten einwirken lassen. Ja. Ich habe gedacht, 1,50 € kannst du noch mal mitnehmen zum Testen. So, dann, das war jetzt der DM-Haul. So, dann habe ich mir bestellt, und zwar hat mich eine YouTuberin angefixt mit ihren Yves Rocher Sachen. Wie heißt sie? Nasty's Beauty Zone.
muss ich mal gucken. Ich verlinke euch das mal unten in der Infobox. Auf jeden Fall habe ich mir gedacht, bestellt sie mal wieder bei Yves Rocher, weil die haben ja immer so tolle Aktionen. Und zwar war diesmal die Aktion folgende: Du legst den ersten oder das erste Produkt in den Warenkorb und das erste Produkt, was du da reinlegst, bekommst du umsonst. So. Und ja, dann habe ich als erstes das Evidence, Comme une Evidence, L'eau de Parfum von Yves Rocher reingelegt. Ich glaube, das kostet um die 20 Euro. Ja, und das habe ich umsonst bekommen. Und das ist wohl der Bestseller bei Yves Rocher. Bin mal gespannt. Ja, dazu habe ich dann noch bestellt eine Cremedusche. Jardin du Mont. Ja, Cremedusche ohne Parabene. Und zwar wegen dem Baumwollgeruch. Da steht, nee, Baumwollblütengeruch. Genau, Baumwollblüte. Und das wollte ich einfach mal austesten. Riecht eigentlich sehr gut, sehr neutral, nicht so stark. Und dann habe ich mir geholt, und ich liebe Lavendel. Und zwar habe ich mir geholt das Lavandin Myrrhe oder Lavandin Blackberry Relaxing Body Lotion. Ja, Body Lotion. Das nach Lavendel und Brombeere riecht. Schwarze Beere, ist doch Brombeere, oder? Ja, das habe ich mir geholt. Dann habe ich mir geholt Sherry Bloom Body Lotion. Ich sag ja, ich hatte einen Mangel an Body Lotions. Ich habe wohl welche von Rituals, aber die wollte ich nicht so schnell aufbrauchen. Die bewahre ich mir immer für besondere Momente auf. Ja. Und zwar, das ist Cherry Bloom Body Lotion von Yves Rocher. Und dann habe ich mir mitgenommen, und das habe ich schon mal probiert gehabt vor ein, zwei Jahren. Oder letztes Jahr. Und zwar ist das Monoi. Und Leute, das riecht so gut. Das riecht so gut. Oh. Ich kann das nicht beschreiben. Das heißt, das ist jetzt ein Shampoo. Lagune Hair and Body Wash. Also Shampoo und Körper, Dusche wahrscheinlich. Und das riecht so gut, das riecht auch so nach Urlaub, und dazu habe ich mir nämlich auch ein feuchtigkeitsspendendes Duftspray geholt, und ich finde der Duft, der ist so klasse. Wenn ihr irgendwo mal dran schnuppern könnt, dann gut ab. Das ist sehr süßlich, aber wirklich ich kann das nicht beschreiben, also es riecht blumig, süßlich und nach Urlaub. So. Dann als nächstes war ich mal wieder shoppen bei Ringana. Und zwar habe ich mir geholt das Fußbalsam. Das muss ich noch austesten. Das Fußbalsam. Und ich finde das total interessant. Mit der Öffnung. Also hier ist so ein Aufkleber drauf. Da muss man halt abziehen. Wenn man das hier will, sehen, ich weiß nicht. Und dann muss man das offen drehen. Ich mache das jetzt nicht ganz auf. Und dann muss man das öffnen. Ne? Und dann kommt dann halt das Produkt raus. Aber ich mache das jetzt nicht. Ich mache mal wieder zu. Ja, haltbar bis Dezember. Angebrochen mindestens 10 Wochen haltbar. Also die Produkte sind absolut natürlich,
vegan und frisch. Die werden frisch produziert, haben keine chemischen Konservierungsstoffe. Deswegen mag ich die Produkte von Veganer sehr. Ja, also das muss ich noch austesten. Und ich habe mir noch Probiertäschchen geholt von Veganer. Die kosten auch nicht viel. Ich glaube, die waren im Sonderangebot irgendwie runtergesetzt von 10 Euro auf 5, 4, ich weiß noch gar nicht mehr. Ja, und zwar sind das so kleine, kleine Täschchen, klar aus Pappe. Und man konnte sich verschiedene aussuchen. Ich habe hier zum Beispiel Kennenlernset. Das sind Kennenlernsets mit Pröbchen. So, Kennenlernset 2, Reinigungsmilch, Gesichtswasser, Hydroserum, Cremekonzentrat. Kennenlernset 3, Reinigungsmilch, Gesichtswasser, Serum, Antifalten und Cremekonzentrat 3. Und dann habe ich hier noch ein Kennenlernset mit Körpermilch, Hand- und Nagelbalsam und Fußbalsam. So, die muss ich einfach mal alle austesten. Und ja, also was da drin ist, das sind so Pröbchen. Ne, die ganzen Pröbchen sind hier drin. Und ja, dann kann man sich da so ein bisschen durchtesten. Ja, die habe ich mir geholt, einfach um die Produkte kennenzulernen, um die auszutesten, auszuprobieren, ob ich die vertrage und so weiter. So. Und das war es auch schon gewesen. Geschafft! Dann wünsche ich euch noch einen wunderbaren Tag. Bis dann. Tschüss!